Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuesten Video. Ja, ich bin wieder in meinem Studio, aber jetzt will ich mal über ein tolles Thema reden, nämlich über mein absolutes Lieblingstier. Ich weiß, wenn man mich so anguckt, vor allem wenn ich so ein komisches T-Shirt mit so einem Monster drauf habe, könnte man denken, dass mein Lieblingstier irgendwas mit, keine Ahnung, Fisch oder Blauwal, Delfin, Hai, sonst was ist. Das ist es nämlich nicht. Mein Lieblingstier ist der Wolf. Ich weiß, könnte jetzt viele verwundern, aber ja, der Wolf ist mein Lieblingstier, einfach weil ich mit dem Wolf aufgewachsen bin. Auch von den Märchen, von Rotkäppchen, die drei kleinen Schweinchen, die sieben Geißlein. Ich weiß nicht, ich habe diese Märchen, die habe ich einfach so geliebt, einfach weil halt ein Wolf vorkam. Und was mich sehr überrascht hat, ist, dass solche Märchen wie Rotkäppchen ganz anders sind, wie sie ursprünglich geplant waren. Nämlich sollte der Wolf ursprünglich Rotkäppchen bzw. die Großmutter zerschnetzeln und der Rotkäppchen die geschnetzelte Großmutter, also quasi Gyros, anbieten. Und sie isst die dann. Deshalb ist es schon krass ein bisschen, dass das ganz anders ist, wie man es jetzt erwartet. Auf jeden Fall, der Wolf, ich bin mit ihm groß gewachsen, ich bin auch mit ihm aufgewachsen. Ich keine Ahnung, ich finde auch das Heulen und so. Vor allem, welches Tier mir auch sehr gefällt, ist der Werwolf, einfach weil das ist ein Wolf und ist einfach cool. Also vor allem auch das, gut, ich muss zugeben, bei den früheren Harry Potter Teilen, vor allem beim dritten Teil, habe ich halt so viel Angst bekommen, weil da war ich, wie alt war ich, 10 oder so, oder 9, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich habe damals mit meinem Bruder und meiner Schwester, habe ich diese alten Harry Potter Filme, weil das war meine Kindheit, Harry Potter ist meine Kindheit, also Wayne, und da habe ich die Filme einfach blind angeguckt und dachte mir so, komm, guck dir mal an. War nicht so gut, denn die sind ja ab 12. Vor allem der dritte Teil hätte meiner Meinung nach ein bisschen höher gestuft werden können, denn der war echt krass. Also für ab 12 war er echt krass. Vor allem auch mit diesen ganzen Dementoren und den ganz Gruseligen dabei. Auch die Stimmung war mehr so gruselig, düster. Und da, wenn man schon so einen Werwolf guckt, vor allem die Verwandlung und alles, wurde man ein bisschen abgehärtet, wenn man das so sagen kann gerade. Aber immerhin, ja, also vor allem nicht nur der Werwolf, sondern der Wolf. Also ich schaue unglaublich gerne Wolfsfilme an. Gut, es gibt Filme, die mir, ich will nicht unbedingt sagen Angst machen, aber die verdienen es nicht, dass ich sie angucke, sage ich es mal so. Denn es gibt Filme, jetzt kommt ein Werwolf-Film raus, ich weiß nicht, ob er schon draußen ist, der heißt Hole. Und auf den freue ich mich ultimativ, weil der wird so geil. Für alle, die nicht wissen, worum es geht, ich tue den Link mal in die Videobeschreibung und dann könnt ihr den Trailer mal angucken. Aber der Film wird so nice. Einfach weil das sind nicht die Werwölfe, wie man sie sich vorstellt, wie zum Beispiel in Underworld oder Harry Potter oder sonstige oder Twilight oder so. Twilight kann man gleich wieder in die Tonne kloppen, das sind keine Werwölfe, das sind große Wölfe. Also so eine ist echt eine Enttäuschung, sowas. Aber das sind halt so Menschen, die halt, egal, schaut euch mal den Trailer an, ich will jetzt nicht spoilern. Auf jeden Fall, ja, der Wolf ist mein Lieblingstier, auch einfach weil, ja, ich bin mit ihm aufgewachsen. Vor allem bin ich auch ein Wolf, ich finde den Wolf irgendwie cool. Er sieht cool aus, er heult den Mund an, was nochmal echt cool ist. Er lebt im Rudel, das heißt, er ist nicht nur ein Wolf in einem Territorium oder in einem Bereich, sondern es sind viele in einem Territorium und die beschützen sich gegenseitig. Und das ist eine Sache, die nicht viele Tiere haben. Gut, Löwen haben sowas, soweit ich weiß, die leben auch so mehr in so einer Gemeinschaft. Aber das Tier, von dem man das halt am meisten weiß, sind halt die Wölfe. Und deshalb finde ich, ist der Wolf zu Recht mein Lieblingstier. Auch damals bei Rotkäppchen. Ich habe mich immer gefreut, wenn meine Mutter gesagt hat, komm, ich lese dir mal Rotkäppchen vor. Da war ich sofort gehypt, habe mich hingesetzt, hab die Fresse gehalten und dann ging's los. Ich werde, ich will jetzt nicht spoilern, aber ich werde noch gewisse Werwolf-Serien angucken. Bitten will ich noch angucken. Das ist so eine Serie auf Netflix. Ich weiß nicht genau. Ich habe die noch nicht angeguckt. Die soll aber sehr gut sein. Wer von euch Grimm kennt, den habe ich auch schon geguckt. Die Serie. Zwar nicht so lange, aber ich habe auch schon einige Folgen geguckt. Natürlich, welche Folge mir am meisten gefallen hat, ist die mit dem bösen Wolf. Ist ja klar. Muss ja klar sein. Und ja, sonst kann ich nichts anderes sagen. Aber ich beziehe mich noch ganz kurz auf Twilight, denn Twilight hat mir wirklich Schande bereitet über dieses Tier. Einfach weil Twilight, tut mir leid an alle Twilight-Fans, die da draußen sind, aber die Wölfe in Twilight, beziehungsweise die Werwölfe in Twilight,
sehen für mich nicht wie Werwölfe aus. Die sind einfach nur große Wölfe und das hat mich mega enttäuscht. Einfach weil so viele sagen, boah, Twilight ist so geil, das ist so toll und du musst das dir angucken und glaub mir, es gibt schon viele, die mich darauf hingewiesen haben, dass ich es angucken muss, weil es so toll ist. Aber Underworld will ich mir auch noch angucken, weil da habe ich auch schon Trailer so gesehen, also wird nice. Aber sonst, der Wolf, mein absolutes Lieblingstier. Welches ist euer Lieblingstier? Schreibt es mir unten in die Kommentare, würde mich echt darüber freuen. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Also bis dann, Leute, haut rein und ciao.